Du hast den Sprint gelernt. Drücke RB, um ihn zu nutzen und in deine Blickrichtung zu sprinten. Hui! Vielen Dank an Somni für die Unterstützung des Kanals. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Garübeln. Ich schätze mal, ich kann hier runter und dann einfach hier so einen Schlüsselstein mitnehmen. Aber dann fehlt mir immer noch ein einziger. Will ich den da oben, ich glaube, ich werde den Kristall da oben schnappen. Einfach mal gönnen. Einfach nur, damit ich wieder voll bin. So. Ich bin echt knapp bei Kasse, was meine Gesundheit angeht. Okay, wie komme ich da hin? Gar nicht. Okay. Moment mal. Was ist hier? Neugierig. Ach, schön. Leben. Dankeschön. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Zack. Cool. Okay, also bevor ich weiterkomme, brauche ich erstmal tatsächlich mehr Energiezellen. Ja, 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 du bist ein Frosch, du bist ein Frosch, du bist doof. Ich mag dich nicht. Hui. Knapp. Also, wir könnten hier beim Hohleinhof. Kann ich das jetzt mittlerweile oder ist das noch nicht im Bereich des Möglichen? Ich glaube nicht, ne? Was war hier lang? Ein Frosch. Und das da. Ah, okay. Also das geht gerade noch nicht. Dann will ich nochmal versuchen zu tauchen, ne? In der Nähe von Feinden kann ich keine Seelenverbindung herstellen. Dann mache ich das mal hier. Ach ja, hier schwimmt ein Fisch. Ein Fisch. Da. Na komm, komm. Jawohl, guck mal. Okay. Also das klappt schon mal nicht. Oh, was mache ich denn? Hui, hui, Saltos. Süß. Gut. Wenn der Fisch wieder hoch und hier hochkommt, dann werde ich den immer wieder killen und dann speichern. Was sagt das Spiel zu dieser Idee? Spiel gespeichert, cool. So. Ist der Fisch jetzt wieder da? Ich hoffe nicht. Ich kann schnell schwimmen. Das wird noch nicht ausreichen. Grübel, 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 grübel. Ich schätze mal, da unten werde ich es auch noch nicht schaffen, ne? Weil die Ori keine Schwimmerin ist. Hui! Oh, warte mal, jetzt komme ich auch hier hoch, ne? Ori, diese Statue kommt mir bekannt vor.
Ich habe sie zuvor schon einmal gesehen. Okay. Sie fanden das zu Hause. Des Kindes, das unser Licht empfing. Ich erinnere mich an sie, vor vielen Jahren, als der Geisterbaum noch ein Sprössling war. Sorgte Naru die Junge für uns, wann immer sie konnte. Ja, nett. Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Schwarzwurzelgänge. Ah, okay. Autsch. Habe ich hier von der Karte? Nee, das ist unkartiertes Gebiet. Boom. Versuchen rüber zu springen. Das geht in die Hose. Eieiei. Wo bin ich denn? Okay. So, da kann ich hier speichern. Ja. Dann werde ich hier einfach mal abspeichern. So. Wollen wir das nochmal probieren? Will ich dann diesmal ein bisschen näher abspeichern? Ich mache das einfach mal. Kann das nicht stimmen. Ich bin in einem nicht sicheren Bereich. Zack, jetzt bin ich aber in einem sicheren Bereich gewesen. Farek. Okay, dann werde ich einfach mal den sicheren Sprung nach unten machen. Danke. Und hier unten ist es auch nochmal. Stücken sicherer. Ja, was machst du? Du leuchtest einfach nur hübsch, ne? Oh, was ist da denn? Da komme ich nicht weiter, ne? Gut, dass ich den Sprung nicht versucht habe. Den habe ich versucht, aber... Da habe ich die Wand auch nicht gesehen. Okay, also... Oh, scheiße. Aua. Nein. Oh, Samme. Ich bin zu doof für Jump'n'Runs. Na. Au. Schummler. Hat sich einen Jenseitstreffer gegönnt. So. Ganz locker. Jetzt ist aber auch ein Rumgehampel. Oh, scheiße. Ich werde das hinbekommen. Au. So. Zack, zack, zack und zack. Wow, wow, wow. Uri, ganz ruhig. Es muss keiner verletzt werden, auch nicht du. Oh Gott. Eines schicksalhaften Tages kriege ich das schon hin. Hey! Komische Schneckenvieh, hast du mich immer aus dem Weg? Was habe ich denn da erwischt? Au! Okay. Also Speedrun-Taktiken werden hier nichts für mich. Sauerei. Was aber nicht heißt, dass ich es nicht trotzdem versuchen werde. So. Zack. Zack. Oh. Okay. Hier unten ist safe. Ich habe mir umsonst Sorgen gemacht.
So. Eins. Hui. 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 So. Zack. Zack. Jawohl, guck mal. Dieses Licht vom Geisterbaum, es war ein Geschenk von uns. Es wurde Naru überreicht, die an unserer Seite stand. Gegenstand aufnehmen. Jawohl, guck mal. Es macht die Sachen weg. Und lässt Sachen auftauchen. Was bist du denn? Wie asozial. Neuer Gegnertyp. Ach, zumindest kann ich mich auf 30 Sachen gleichzeitig konzentrieren, ne? Da komme ich jetzt auch dadurch, ne? Was bist du? Großes Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem Fähigkeitenbalken hinzugefügt. Okay. Also habe ich das alles für den Fähigkeitenbaum gemacht. Bisher. Und wahrscheinlich auch dafür, dass ich hier durch kann, ne? Erstmal abspeichern. Wie wär's da? Ups! Ori, spring! Na, ein Glück bin ich fähig, ne? Okay, kann ich da überhaupt schon gut lang? Ich schätze mal, ne? Ui. Also im Großen und Ganzen ja. Autschi. Uiui. Jawohl. Ich speichere mal ab. Genau deswegen. Hätte ich nicht abgespeichert, wäre es jetzt ganz schön in die Hose gegangen. Fähigkeitenbaum anzeigen. Was kann ich denn machen? Funkenflamme erhöht die Stärke der Geisterflamme. Kartenmarkierung. Lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Ich glaube... Ich bin erstmal für Geisterflamme. Ein bisschen mehr Schaden austeilen. Bisschen stärker als die Mitschreiter sein, ist immer was Gutes. In jedem Spiel. Ah, die kriege ich jetzt auch in einem Rutsch kaputt, ne? Oh, Mist. Ah, das ist viel, viel angenehmer jetzt mit denen. Die komischen Schnecken. So, kommt ihr immer wieder her. Oh. Oh, das ist doch eine Statue. Habe ich das Ding wieder fallen gelassen? Okay, wo bringst du mich hin? Oh! Upsi! Wohl nicht so ganz dahin. Also ja, schon, aber jein. Geduldig sein. Oh! Zu freundlich. Okay, wie mache ich das jetzt? So, nicht so. Scheiße. Dankeschön.
Oh, das war jetzt aber... Wie? Ein kleiner Setback. Alles gut. Okay, also wieder hier hin. Droppen. Und dann jetzt vorsichtig. Vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Oh, 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 oh. Ori. Habe ich das Lichtlein jetzt nicht mehr? Wahrscheinlich. Oh. Ah. Hä? Ach so. Ori hief das mal hoch. Ori, sieh nur, obwohl unser Licht in diesem Dunst schwach geworden ist, hat es die Dunkelheit vertrieben, die diesen Ort umgab. Ah, schön. Also hat sich das doch gelohnt. Iki wollte zu Naru, doch als er ankam, war sie fort. Er war schnell wie der Wind und sprintete mit Eile, doch umgeben von Dunkelheit verlief er sich. Iki. Du hast den Sprint gelernt. Drücke RB, um ihn zu nutzen und in deine Blickrichtung zu sprinten. Hui! Upsi! Okay. Na gut, aber ich würde sagen, die Folge ist dann jetzt hier an dieser Stelle vorbei. Ich freue mich schon mega darauf, das weiterzuspielen. Ich werde jetzt hier erstmal eine kleine Pause einlegen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.